Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Ja, was? Hier ist jemand gestorben? Ja, ein Glück, dass es nur einer war. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach nur um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Ja, und die gute Dame hat Samen des chinesischen Kaukohls im Angebot, Alraunensamen, Samen der Venemosa tentacula, Dünger. Und als Kampfwerkzeuge die ganzen Sachen dann auch nochmal, ja, in ihrer Reihenform. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, in der letzten Folge standen wir eigentlich ganz woanders, aber ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen was offline gemacht. Und zwar, leider weiß ich nicht mehr, was das für ein Video war. Es gab ein Anleitungsvideo, wo man alle Truhen mitfinden konnte. Da habe ich drüber nachgedacht, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen? Aber letztendlich habe ich es dann doch gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dadurch knapp 10.000 nochmal reinbekommen an Geld. Das heißt, auch wenn mir das jetzt spielerisch überhaupt nichts bringt, ehrlich gesagt, ich habe hier im Raum der Wünsche ein bisschen zugelegt, wie ihr sehen könnt. Ich habe einmal hier dieses Dreierpaket von Diptanblätter, die können wir auch direkt schon mal wieder einsammeln. Dann sind hier vorne alles chinesische Kaukohle. Die kann ich im Moment aber nicht einsammeln, weil man nur, ich glaube, 15 davon haben darf. Nee, 12, ne? Genau, 12. 12 von Kohl und 12 von den Alraunen. Alraunen, das sind die hier. Das heißt, die können wir nämlich jetzt auch gerade nicht nehmen. Aber wir haben noch Venemosa tentacula, die sehr lange brauchen, weil ich seit gestern nicht mehr eingeloggt war. Was mich zu der Vermutung bringt, dass leider die ganzen Sachen hier nur laufen, wenn man online ist. Völlig unlogisch, aber naja, offenbar ist das so. Ja, hier habe ich auch nochmal zweimal den chinesischen Kaukohl drin und hier sind die restlichen Alraunen drin. Die können wir natürlich jetzt alle nicht einsammeln, weil wir überall ein Maximum haben. Hier bekomme ich Diptan, glaube ich, hießen die. Immer wieder die gleichen Kräuter bzw. die Blätter dazu. Und hier würde ich ja normalerweise einen Trank herstellen können, aber da der leider immer noch voll ist und ich den nicht benutzen kann, wieso kann ich den eigentlich generell jetzt nicht benutzen? Habe ich den falsch umgestellt gerade? Moment, das müssen wir mal kurz nachschauen. Ich glaube nämlich, ich habe den aus Versehen falsch umgestellt. So, ja, natürlich muss dann jetzt wieder Gemecker kommen. So, zack. Okay, ja, ich habe ihn falsch umgestellt. Ich mache das mal wieder so. Den würde ich jetzt aufheben können, aber da ich von den Mega-Power-Tranks 25 habe, kann ich den ja auch wieder nicht aufnehmen. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesehen. Hier habe ich mir was aufgestellt, wo ich immer 10 Mondsteine herbekomme. Das läuft, glaube ich, 10 Minuten insgesamt. Und hier kommt gerade als Vorführeffekt eine Packung Dünger raus. Das dauert dann immer 4 Minuten und dann ja, kommt der nächste Dünger wieder raus. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Ansonsten Astronomieturm, ja, gehen wir mal da raus. Wobei das natürlich wieder völliger Blödsinn war. Allerdings muss ich sagen, wenn ich hier rauskomme, sieht ja schon geil aus. Oh, der Arme. Wenn ich hier rauskomme, dann habe ich auch wieder ein Bild, was ich theoretischerweise wegschneiden könnte. Und zwar müsste ich dafür einen Zauber lernen. Wir haben... Wir wollten ja eigentlich das mit der giftigen Tapferkeit machen. Bin ich ja ganz ehrlich.
Aber ich möchte gerne den Defindo lernen. Das heißt, ich müsste einen Unsichtbarkeitstrank und ein Donnergebräu gegen Gegner testen. Das habe ich doch schon gemacht. Hä? Teste eine Venimosa Tentacula, ja gut, und eine Araune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Das können wir machen, das ist kein Problem. Da würden wir dann Wingardium Leviosa bekommen. Aber Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu, ich meine, das hätten wir schon gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und wir müssen natürlich, ich kann es aber gerade gar nicht anwählen, fällt mir gerade auf. Und wir müssen natürlich Professor Fick noch von der Kartenkammer erzählen. Verbessere deine magischen Fähigkeiten, um die nächste Herausforderung anzutreten. Achso, das können wir erst, wenn wir den Rest gemacht haben. Okay, dann würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir die beiden Sachen auf den Gegner mal eben testen. Das ist jetzt das Schnellste und Einfachste. Die Frage ist jetzt, der verbotene Wald, wo war der jetzt nochmal? Der müsste doch eigentlich, wenn wir zum Ausgang gehen, oder war das auf der Weltkarte nur zu sehen? Das kann natürlich auch, ah nee, auf der Weltkarte war es, ne? Verbotener Wald, genau. Nee, den Wegpunkt wollte ich nicht machen, sondern hinreisen. Was haben Sie jetzt vor? So, ich habe gar nichts vor, junge Dame. Außer, dass ich das Ganze eigentlich gerne bei Tag machen würde, damit ich überhaupt was sehen kann. Also wenden wir wieder Trick 17 an, warten wir einmal hier, bis es Tag wird. Und dann können wir bestimmt auch ein bisschen besser sehen. Das ist übrigens alles sehr hell gemacht. Ist es hier denn so nebelig? So, eine Alraune, wie war das jetzt? Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Das heißt, wir nehmen dann erstmal den... Sollte den... Achso, nee, da muss ich dran zeigen. Ne? Sollte den Kohl nehmen. So, das Problem wird jetzt eher sein, dass wir zwei Gegner oder mehrere Gegner gleichzeitig kriegen müssen. Hier links ist schon mal einer. Wie war das jetzt nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich... Einfach nur LB drücken, oder? Dann... Ups, das waren jetzt aber mehrere. Ja. Oh. Ich habe den schon besiegt. Oh. Okay. War das jetzt gar nicht der Venimosa? Nee, Quatsch, das war ja auch der Grau. Ach, ich bin so blöd. Das war der falsche. Okay. Kann ich jetzt mal hier aus dem... Ja. Ach, natürlich, natürlich. Musste das jetzt wieder was Falsches sein. Dann gehen wir mal weiter. Frage ist jetzt nur... Da kommt noch ein Gegner. Revelio. Ach, der. Okay. So. Guten Tag. Hallo, ihr Wolf. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal das Ding getestet. Der hat aber so richtig gut was weggeschnibbelt hier von dem. Also, doch, da muss man sagen, das war schon richtig heftig. Eine Alraune gegen mehrere Gegner. Das könnte jetzt natürlich kompliziert werden, da mehrere Gegner zu finden. Achso, ich kann hier nicht schießen. Nein? Hallo? Gehst du da auch mal rein? So. Wir überfliegen den Wald jetzt einfach mal ein bisschen. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Was meint ihr jetzt? Diese Ruinen hier, oder? Wovon spricht ihr jetzt gerade? Region von Hogwarts? Hallo? Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Was war das? Perfekt. Ein bewegliches Ziel.
Unter mir ist aber auch einer. Hallo? Ja, genau. Du willst mir was von Romantik erzählen? Als du das letzte Mal eine Rose berührt hast, hast du dich daran verletzt, während du einen Sack Gallionen verstecken wolltest. Okay, keine Ahnung, wo die jetzt herkommen. Bis ich in Rente gehe, habe ich einen Friedhof gefüllt. Montego! Das war ein Fehler. Du hast unsere Pläne mit dieser Frau durchkreuzt, oder? Diese Merkel. Misch dich nicht in die Angelegenheiten anderer Leute ein. Aufgabe erledigt. Ach, endlich. Das war knapp. Nix, das war knapp. Ich meine, ich hätte euch jetzt auch noch platt machen können. Ja, ich weiß, aber ich möchte ja eigentlich nur den Kräuterkundeunterricht machen. Oh, ich möchte aber nicht unbedingt bei den Spinnen rein. So, das war jetzt die schnellste und effektivste Art und Weise, jetzt wieder da rauszukommen. Ich würde sagen, ich lande dann hier mal kurz. Und, ja, wo war jetzt der Kräuterkundeunterricht? Sehr gut. Beziehungsweise, sehr gut, wie ich gelandet bin. Aber, ich muss erstmal gucken, wo der überhaupt ist. Karte von Hogwarts. Ist das das hier? Ne, das ist die Kartenkammer. Da müssten wir auch noch hin. Was ist das hier? Hallo. Kräuterkundeunterricht. Genau. Wie komme ich denn da hin? Bibliotheksbau? Ja, perfekt. Wieder mal auf Abenteuertour? So, gute Dame, wo sind wir denn? Hier, ne? Ja, die kennen wir doch schon. Okay. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Ja, finde ich auch toll. Ich denke mal, ich muss mit dir reden, oder? Renn doch nicht gleich weg. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Professor Garlick, hätten Sie kurz Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Was? Der Schwebezauber kann Dinge schweben lassen und bewegen. Kontrolliere die Position mit dem Steuerkreuz. Oh Gott. Okay. Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Oh, er war sicher untröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Okay, ja, das ist fast schon komisch, ja. Was für eine Pechsträhne. Hm.
Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Sie ist voll am Grinsen hier. Ja, ihr ehemaliger Professor tut mir leid, aber irgendwie ist es trotzdem ganz gut, dass es so gekommen ist, ne? Ich bin froh, dass alles so gekommen ist und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Ja, kein Thema. Wir sind zu allen Bäumen nett. Was haben wir denn hier? Ach so, Wingardium Leviosa. Brauchen wir den denn? Da oben ist irgendwas Blaues. Scheint aber, das scheint aber draußen zu sein. Man sollte nicht gleichzeitig draußen, also oben gucken und muss ich ja jetzt nicht irgendwie hier draufstellen oder so, ne? Ich kann das jetzt dann, ach so, Moment, ist da was drunter? Moment, dann müssen wir mal gucken. Ist es das hier? Das ist es. Dann würde ich fast sagen, dass wir das hier reintun, ne? Wingardium Leviosa. Wie kann ich das denn wieder loslassen? Hallo? Hab ich doch losgelassen. Ich wollte gerade sagen, wieso geht der dann trotzdem noch weiter? Okay, also da drin kann was versteckt sein. Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Da anscheinend nicht. Da auch nicht. Raus komme ich hier oben rum, ne? Ach nee, das war nur das, ach, was ich gesehen hatte. Ihr Handbuch ist ja okay. Wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzunehmen. Finde ich auch, ja, ja. Gut, dann, wie machen wir das jetzt? Wobei ich eigentlich ja, wie gesagt, der Meinung bin, dass wir das schon haben. Beschaffe und teste einen Unsichtbarkeitstrank und teste ein Donnergebräu. Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Unsichtbarkeitstrank und Donnergebräu. Nee, diese hier hatten wir gemacht. Unsichtbarkeitstrank haben wir keinen mehr. Und das ist das Donnergebräu. Brauchen wir übrigens auch noch das Rezept für. Bei Pippins Zaubertränke. Okay. Dann schauen wir da doch nochmal eben nach. Hogsmeade. Pippins Zaubertränke. Was könnte das denn sein? Hier. Den, und dann würde ich sagen, reisen wir dahin. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Wenn keine Trolle da sind, denke ich mal nicht unbedingt. Außer vielleicht Hogwarts. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Ja, das Problem ist eher, dass ich... Ah, ich habe gar kein Geld mehr. Oh nein. Das ist richtig Mist, weil die sind teuer, ne? 500, ja, ja. Achso, da, Donnergebräu. Also 2000 brauchen wir auf jeden Fall, damit wir die selber herstellen können. Zutaten, Kampfwerkzeuge, die sind aber auch dementsprechend teuer. Und 1000... 1500 alleine brauchen wir schon. Oh Gott. Ja, da müssen wir das erstmal ein bisschen hinten ansetzen. Tut mir leid. Ich habe jetzt natürlich das ganze Geld für meinen Laden sozusagen ausgegeben. Da müssen wir erst noch mal so ein bisschen sammeln. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir die Sache mit der Kartenkammer. Melde dich bei... Ah. Ah, das reicht aber schon. Ich brauche nicht den Defindo-Zauber. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir das auch machen, beziehungsweise ich würde sagen, da das wahrscheinlich länger dauert, nehme ich mal an, dass wir erstmal den anderen Auftrag hier machen, dass wir damit dann, Karte von Hogwarts hier, das ist der hier, ne? Die Frage ist jetzt nur, nee, das ist wahrscheinlich hier,
Ja, da müssen wir hin. So, das müsste direkt hier durch sein, ne? Genau, hier unten steht er schon. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Sicher? Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Gegen Drachen jetzt noch nicht? Oder habe ich was vergessen, was wir gemacht haben? Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ach so, doch. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichter abzuwehren. Und also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Und das ist schlimm? Wovor sollte man Angst haben? Genau. Erschreckst du dich auch vor deinem Schatten? Sie wirken harmlos, aber ihre Zungen können einen schon erschrecken. Eben. Unsere Mitschüler haben einfach keine Ahnung. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen hier an den... Wie heißt er nochmal mit den schwarzen Haaren? Der was dicker war. Och, ich komme gerade nicht drauf. Oh Gott, und das als Harry Potter-Fan. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Mhm. Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? Muss ich damit kämpfen? Was für Pflanzen erwarten mich im Kräuterkunde-Korridor? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Nein, war er nicht. Er war wohl noch schlimmer. Klingt spannend. Na gut, ich helfe dir gern. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Okay, jetzt wird's interessant. Gut, dass wir das so zusammen gemacht haben, so im Nachhinein. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Ne? Also nicht nur, weil es spannend klingt, sondern weil es halt auch eben mit Kräuterkunde zu tun hat. Und das passt ja jetzt gerade wie die Faust aufs Auge. Zudem, ja, ich denke mal tatsächlich, dass das andere wahrscheinlich auch länger dauern wird. Dementsprechend ist es schon ganz gut, dass wir das jetzt so ein bisschen splitten. Gut. Moment, erstmal hier links rum. Ich habe irgendwas mit Wasser gerade gehört, glaube ich. Hilfe. Wollt ihr die Decke gerade über mich zusammenstürzen oder so? Hauen die sich jetzt wieder? Ich gehe dann mal wieder. Okay, ist immer die gleiche Animation offensichtlich. Aber so von nahen sieht das Ganze nochmal einen Ticken cooler aus, fand ich. So, müssen wir jetzt hier noch lange laufen? Da stand doch gerade irgendwas mit 100 Metern, oder nicht? Da unten. 110 Meter war es eben. Okay, wo sind wir denn? Ach, hier war ich doch schon. Nee, hier war ich noch nicht. Ich habe aber auch so einen Drachen schon mal gesehen. Da habe ich auch einen Screenshot hochgeladen. Ich finde die ganz cool. Oh. Man sollte aber wenigstens... Ja, das brauchen wir noch. Ach, da ist ein Eingang. Okay. Sollte ich mich vielleicht unsichtbar machen? Bin mir gerade nicht so sicher. Moment, ich muss mal eben rausfinden, wo ich eigentlich meine Zauber habe. Okay. Anscheinend kann ich aber nichts machen. Vielleicht sind die auch gerade ausgeflogen. Ich weiß es nicht.
Oh, nee, das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte nicht mein Buch aktivieren. Oh, Moment. Incendio. Der war vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Das hat nicht ganz funktioniert. Obwohl er eventuell davon gemacht war, oder? Ich bin mir nicht sicher. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incendio. Und ich habe mehr als einen Funken. Hallo? Achso. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Irgendwie habe ich so die Befürchtung, ich sollte lieber was zum Kämpfen reintun. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Mag vermutlich kein Licht. Incendio. Ach so, die geht danach wieder zusammen. Ah, okay. Revelio. Habe ich mich jetzt erschrocken? Okay. Incendio. Ich weiß, ich benutze jetzt gerade den heftigen Zauber, aber... Hat er das angenommen? Jetzt hat er es angenommen. Bringt mir das irgendwas? Nö. Oder wegen der... Ach, wegen der Schlingpflanze wahrscheinlich. Okay, wieder was zum Verkaufen. Sehr schön. Sowas liebe ich. Okay. Incendio! Ich würde es, wenn Sie den weiche Zurückflug erlernen würden. Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus. Revelio! Ja. Mach mich doch jetzt hier nicht total bekloppt. Ich muss doch jetzt erstmal hier gucken. So, ich muss nach links. Aber... Revelio. Da hinten ist eine Kiste, ne? Wenn ich das richtig sehe. Okay. Dann. Nee. Wingardium Leviosa. Nicht? Habe ich denn sowas wie Bombarda oder so? Was ist das? Ja, okay. Incendio. Wie es aussieht, hat die Teufelsschlinge eine Truhe geschützt. Revelio. Komm, lauf. Beziehungsweise schwimmen. So, ich sehe hier gar nichts gerade. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venenosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Hund beweisen. Revelio. Ja. Incendio. Was mache ich denn damit? So, da hinten. Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Incendio. Contringo. Willst du mich jetzt hier veräppeln? Incendio. Also anscheinend will die das nicht anmachen. Keine Ahnung. Contringo. Sterbt doch jetzt, oder? Oder auch nicht. Okay. Es war da wohl doch ein bisschen zu viel Vorsicht. Incendio. Okay, so. Kehre zu Duncan zurück. Das ist doch leicht. Hoffe ich zumindest. So. Drum, drum, drum. Gleich bin ich wieder da. So, da das aber ein bisschen schneller geht, würde ich sagen, machen wir das mal eben kurz über die Karte. Und es dreht schon wieder in die falsche Richtung.
Das war das unter. Danke, ich habe ein Blättchen für dich. Also ich glaube, ein Blatt habe ich jetzt abgezupft. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Aha. Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Ja, das war tatsächlich... wieso behalte ich das lieber? Hallo? Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankuff Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Ich bin so erleichtert. Kein Problem. Danke für deine Hilfe. Mit Dankuff Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Ich bin dafür da, um die Probleme anderer Leute zu lösen. Das wollte ich eigentlich sagen. Mein Gott, alle müssen immer dazwischen reden. Ja, wir sind auch so kurz vor Level 18, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Aber wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann schauen wir, dass wir die Sache mit dem Kartendings, mit dem Kartenzimmer in der nächsten Folge machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.